Herzlich willkommen bei Alhu TV und ihr habt im Vorfeld schon gesehen, um was es geht, nämlich von The Roost haben wir hier den Peridot, nämlich das Clubbike. Das durfte ich testen, kommt hier in diesem wunderschönen Karton hier an, Gott sei Dank auch schon fertig montiert, lediglich das Lenkrad muss noch montiert werden und dann ist es Fahrrad auch schon einsatzbereit. Ja, mehr gehört da gar nicht dazu, also wirklich sehr, sehr einfach gehalten. Hier kommt, entfällt auch, was oft mal dabei ist, hier das Vorderrad zu montieren und so weiter. Das gibt es hier nicht, tatsächlich nur das Lenkrad und dann geht es schon ziemlich, geht es eigentlich auf die Straßen, denn aufgeladen war es nämlich auch schon. Und dann habt ihr schon gesehen im Vorfeld, dann bin ich natürlich meine Hausstrecke hier gefahren, durfte das Fahrrad testen, bin ich auch mehrfach gefahren, 2-3 Mal die Hausstrecke. Und ja, was ist mir dabei aufgefallen? Also natürlich, dieses 20 Zoll Bike, ja, hat eine Reichweite von 50 bis 120 Kilometer. Es gibt hier der Hersteller an. Warum diese Spanne an Reichweite, das kann ich euch sehr leicht erklären. Natürlich ist es abhängig davon, mit wie viel Gewicht ist das ganze Bike belastet, was für eine Strecke ich hier fahre. Also belastbar ist es ja bis 125 Kilo. Ich selber wiege knappe 80 Kilo. Also, wenn ich dann natürlich das Fahrrad mehr belaste, habe ich natürlich weniger Strecke, die ich zurücklegen kann, wie logischerweise, wenn ich weniger wiege, mehr Strecke. Aber unabhängig davon sieht man, dass man sich da circa bei 70, 80 Kilometer schon einpendeln kann und das ist schon eine ordentliche Reichweite. Das muss man schon sagen. Dafür sorgt natürlich der 48 Volt Akku mit 500 Wattstunden. Das ist auf jeden Fall ordentlich, 10,4 Amperestunden. Ja, das bringt auf jeden Fall hier Leistung mit. Wir haben hier natürlich einen 250 Watt Motor für das Clubbike, absolut ausreichend, man hat hier einen sehr guten Schub und man hat auch konstant, kontinuierlich diese Zuschaltung. Wir haben natürlich hier auch eine Gangschaltung bis 5 Gänge im Endeffekt, nein, Entschuldigung, nicht Gangschaltung, Entschuldigung, ich meine jetzt natürlich die Unterstützung, da haben wir 5 Gänge oder 5 Stufen, so muss man sagen. Ja, und jede Stufe sorgt dafür, bis wie viel km/h wird hier unterstützt. Logischerweise wird in der Stufe 5 bis 25 km/h unterstützt und natürlich Stufe 4 nur noch 20 km/h und so weiter. So wird es dann abgestuft nach unten hin. Natürlich haben wir auch eine normale Gangstellung dabei, die ist natürlich von Shimano, ein Shimano Altus und die sorgt dafür, dass das Bike hier tatsächlich sehr laufruhig ist hier in der Schaltung. Also das ist überhaupt kein Problem. Ich persönlich bin hier tatsächlich so im mittleren Gangsegment hier gefahren, fand ich sehr angenehm. Musste auch gar nicht großartig schalten, denn die Unterstützung vom Motor war hier einfach absolut ausreichend. Ja, was haben wir hier noch dabei? Wir haben natürlich Bremsscheiben dabei. Die ganzen Bremsscheiben werden natürlich, sind hydraulische Bremsen. Das sorgt natürlich für mehr Sicherheit im Straßenverkehr und finde ich mittlerweile schon für ein hochwertiges Fahrrad auch ein Muss. Und das bestätigt sich auch bei diesem Fahrrad. Hochwertiges Fahrrad und mit einer hochwertigen Ausstattung. Ja, das Ganze hat natürlich 180 mm Bremsscheiben, wie gesagt, sind hydraulisch und helfen da auf jeden Fall hier beim, ja, Bremsen logischerweise. Natürlich haben wir hier auch ein Schubkraft von 55 Newtonmeter, das sollte ich vielleicht noch erwähnen, das hilft bergauf. Und bergauf habe ich natürlich das Ganze auch getestet, bin hier bergauf gefahren, war sehr, sehr angenehm. Natürlich nicht mit 25 km/h bei dieser Steigung, aber doch mit sehr angenehmen 15 km/h. Ohne dass ich großartig hier Kraft aufwenden musste und es war sehr, sehr angenehm, gerade eben für ältere Leute, keine Sorge, man muss hier nicht absteigen, das ist tatsächlich sehr, sehr angenehm und bin hier auch sehr flüssig hier den Berg hochgefahren. Ja, des Weiteren haben wir natürlich, was kann man sehr schön sehen, hier die sehr, sehr breiten Reifen. Wir haben hier 3 Zoll Reifen, also in Spitze ungefähr 7 cm. Und diese Reifen, die helfen bei so unwegsamen Gelände, also ob das jetzt Schotter ist, wo man dann darauf fährt oder ob man das jetzt so im Wald hat. Man hat es oft in Campingplätzen und so weiter, wo einfach diese Straßen nicht geteert sind. Da hat man eher diese Waldwege. Wir haben aber auch auf den Straßenbelag hier absolut guten Grip und kann hier bedenkenlos über diese verschiedenen Wege hier fahren. Hat immer, wie gesagt, hier ein sehr sicheres Gefühl auf dem Bike. Man sitzt ja auch sehr aufrecht, finde ich sehr angenehm, dieses Aufrechtsitzen. Und das hilft auch dabei, eben bei so einem Gelände hier das Gleichgewicht zu halten. Ja, ich bin jetzt selber 1,80 Meter bis 1,85 Meter, gibt der Hersteller an, kann man das Ganze natürlich verwenden. Ich muss auch sagen, mit 1,80 Meter überhaupt kein Problem gewesen, hier auf diesem Bike zu sitzen. Und ich glaube auch mit 1,85 Meter absolut bedenkenlos und sehr, sehr angenehm. Ja, für die Sicherheit ist natürlich auch gesorgt. Wir haben natürlich vorne ein 100 Lux LED-Licht, was natürlich
für die notwendige Helligkeit bei Dunkelheit sorgt. Da ist es sehr schön, wenn man auf diesem Pluszeichen bleibt, länger drauf bleibt, dann geht das Licht an, das Display wird dunkler. Warum wird es dunkler? Logischerweise ist in der Nacht, wenn man fährt, dieses helle Display, was man am Tag wirklich super ablesen kann, natürlich dann in der Nacht eher ein bisschen blendet. Da hat der Hersteller sich was einfallen lassen. Wenn man hier auf dem Pluszeichen bleibt, dann wird das Display dunkler und vorne schaltet sich natürlich der Scheinwerfer ein. Was auch sehr, sehr wichtig ist, finde ich, und das ist auch, finde ich, auch ein ganz großer Pluspunkt, ist hinten die Bremsleuchte. Hier in meiner Kameraaufzeichnung wirkt es ein bisschen so, als würde es leicht blinken. Tatsächlich ist das Licht durchgehend an. Von der Kameraaufzeichnung hat es eher dieses leichte Blinken. Nein, in echt ist es durchgehend an. Und wenn ich bremse, dann leuchtet es natürlich stärker, wie man es vom Auto auch kennt. Und ja, signalisiert natürlich, dass der Vordermann hier bremst. Das ist sehr, sehr gut, finde ich persönlich, und auch sehr wichtig, gerade im Straßenverkehr. Aber wie gesagt, das Klapprad, das bringt eigentlich ja alles mit, was man so braucht. Also das ist eingeklappt, sehr klein. Ich kann euch mal die Maße hier durchgeben. Das Fahrrad an sich nicht allzu groß, aber doch in der Größe, in der man echt wirklich sehr sicher auf dem Fahrrad sitzt und auch sehr angenehm sitzt. Und ich finde auch hier, gerade eben am Lenkrad hier für diesen Handbike hier, ist es auch sehr angenehm, hier diese Hände hier fallen zu lassen. Also man muss hier nicht die ganze Zeit so festhalten. Dadurch dieses Gebogene hier natürlich am Lenker, es sorgt dafür, dass man die Hände da auch sehr sicher ablegt. Auch das sorgt dafür, dass man hier einfach noch ein sicheres Gefühl bekommt. Und im Ganzen muss ich wirklich das Fahrrad hier loben. Es ist einfach ultra gut verarbeitet, man sitzt extrem sicher auf dem Rad, man hat nie das Gefühl, man hat irgendwie, man schwankt hier oder irgendwas. Da sind die Reifen und Co. sorgen hier wirklich für ein absolut ausgeglichenes Fahrvergnügen. Und das ist tatsächlich nicht, weil ich das nur testen durfte, das ist meine ehrliche, persönliche Meinung. Das finde ich wirklich hervorragend und macht auf jeden Fall jede Menge Spaß. Wir haben hinten natürlich einen Gepäckträger mit dabei, mit einem Spanngurt. Das ist auch vom Werk her schon direkt so dabei. Man kann hier dann was mitnehmen, gerade wenn man hier am Campingplatz früh unterwegs ist und muss vielleicht ein paar Brötchen so holen, kann man hinten anschnallen und dann wieder mitnehmen. Ja, natürlich ist hier alles dabei, was man benötigt. Wir haben hier natürlich ein Ladegerät mit dabei, wie auch Montagewerkzeug. Da braucht man nicht sehr viel, ich habe es vorhin erwähnt, aber auch das bisschen, was man benötigt, ist hier mit dabei. Ja, ansonsten glaube ich, habe ich hier alles, was das Fahrrad hier so mitbringt, auch erwähnt. Es ist, wie gesagt, super angenehm damit zu fahren. Ich kann es nur empfehlen. Tatsächlich ist es sehr, sehr gut verarbeitet. Die Motorzuleistung kommt nicht, ja, sehr berechenbar, muss man sagen. Also es ist nicht so spontan, oh, jetzt schaltet er zu, sondern man tritt, der Motor schaltet zu. Es ist ein sehr harmonischer Übergang zwischen Muskelkraft und natürlich der benötigten den Schub vom Motor. Und das Ganze harmoniert wirklich miteinander bis 25 km/h. Somit auch auf den deutschen Straßen hier zugelassen und da sorgenlos könnt ihr damit fahren. Ein wirklich tolles Bike in einer, finde ich persönlich, eine sehr schöne Farbe, in der ich das ausgesucht habe und testen durfte. Und ich kann es euch auch nur genau so empfehlen. Ein sehr, sehr cooles Bike, gerade eben für die, die viel unterwegs sind, jetzt in den Sommerferien dann starten und mit dem Wohnmobil von A nach B fahren. Dieses Klapprad braucht einfach wenig Platz zusammengeklappt. Man kann auch hier, habt ihr ja vorhin ganz am Anfang vom Video gesehen, auch natürlich die Pedale hochklappen. Das macht das Ganze noch ein bisschen schmaler, weil gerade die nach außen hin noch ein bisschen Platz kosten. Das kann man nach oben klappen, somit wird es noch schmaler und man kann das Bike überall mitnehmen. Einfach genial, hat super viel Spaß gemacht und ich hoffe, ihr habt hier die nötigen Informationen bekommen von meinem Kanal. Falls nicht, könnt ihr natürlich gerne unten kommentieren oder auch in der Beschreibung vom Hersteller nochmal nachlesen, was es hier noch alles gibt, was ich vielleicht übersehen habe zu erwähnen. Ansonsten habt ihr die Möglichkeit, das Ganze zu kommentieren. Ich werde euch versuchen, eure Fragen zu beantworten. Auch das ist überhaupt kein Problem. Ihr dürft aber auch gerne ein Abo dalassen und ein Like, darüber würde ich mich auch freuen. Ansonsten bis zum nächsten Mal bei Alhu TV.